In diesem Video geht es um das Thema Aronia-Pflanzen richtig schneiden. Und zwar möchte ich mal zeigen, was man beachten muss, wenn man die Aronia-Pflanze zurückschneidet im Herbst. Jetzt aktuell ist der beste Zeitpunkt. Man sollte die Pflanzen auf keinen Fall im Frühjahr zurückschneiden, sondern unbedingt im Herbst, wenn die Pflanze die Blätter verliert. Aus dem Grund, man kann es hier auch sehen, weil die Pflanze einfach schon wieder im Herbst auch neue Knospen bildet. Das heißt, in diesen Bereichen werden sich dann auch später die Früchte und die Dolden ansiedeln. Und ja, das bedeutet einfach, wenn ich die Pflanzen im Frühjahr schneide, dann schneide ich komplett die ganzen Knospen weg und habe dann mit geringeren Erträgen zu rechnen. Schneide ich die Pflanzen rechtzeitig im Herbst, also direkt nachdem sie die Blätter verlieren, kann ich da noch ein bisschen was retten. Das heißt, die Pflanze bildet auch noch mal ein paar Knospen wieder nach, so dass der Verlust dann im Folgejahr nicht ganz so hoch ist. Jetzt aber erstmal zu der Frage auch, wann muss ich meine Aronia-Pflanze zurückschneiden und muss ich Aronia-Pflanzen zurückschneiden? Also man sagt, normalerweise muss man Aronia-Pflanzen nicht zurückschneiden. Man kann sie auch sehen, die Pflanzen entwickeln sich dann bis zu einer Höhe von 2 Meter ungefähr im Laufe von 8 Jahren. Das bedeutet, ich kann die Früchte also noch sehr gut pflücken hier, hätte eigentlich keinen Grund, die Pflanzen jetzt zurückzuschneiden. Auf Plantagen, auf Aronia-Plantagen sagt man, da macht man einen Rückschnitt alle 10 Jahre. Und das einfach aus dem Grund, weil man dann eben die Pflanzen gut maschinell ernten kann. Das heißt, die Früchte werden dann maschinell abgeerntet. Und wenn ich die Pflanzen nachher zu hoch habe, sagen wir mal so über 2 Meter, 2,20 Meter, dann kann ich einfach mit der Erntemaschine nicht mehr richtig arbeiten. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum man auf Plantagen die Sträucher nach 10 Jahren zurückschneiden soll. Und zurückschneiden bedeutet in dem Fall nicht ganz runter, sondern einfach nur seitlich und nach oben hin ein bisschen einkürzen, so dass man mit der Erntemaschine wieder gut durch die Reihen kommt und die Beeren eben abernten kann. Was gibt es beim Rückschnitt zu beachten? Ja, wie gesagt, die Pflanze benötigt normalerweise keinen Rückschnitt. Man sollte zum Beispiel Verholzungen rausschneiden. Vertrocknete Äste kommt sehr selten vor, aber wenn man eben vertrocknete Äste hat, dann sollte man diese auf jeden Fall rausschneiden. Hier kann man jetzt sehen, das ist auch ein Aronia-Strauch. Der hat einen wilden Austrieb hier. Das heißt, diese Zweige kann man hier sehr gut sehen. Hat man manchmal bei Aronia, dass da auch wilde Triebe gebildet werden. Die tragen keine Früchte. Das heißt, ich kann die komplett rausschneiden. Einfach damit die ursprüngliche Pflanze dann auch wieder besser durchkommt. Also wie gesagt, hier einfach die wilden Triebe rausschneiden. Man kann es auch gut erkennen an den Blättern. Das ist zum Beispiel kein typisches Aronia-Blatt hier. Ein typisches Aronia-Blatt erkennt man an den Zacken oben am Rand. Ein Aronia-Blatt sieht aus wie ein Sägeblatt. Und daran kann man auch immer wunderschön erkennen, dass es sich hier um Aronia handelt. Hier haben wir auch noch einen Trieb. Bei uns auf der Plantage habe ich das zum Beispiel auch noch nie gesehen. Aber hier haben wir 2 Sträucher, die relativ dicht beieinander stehen. Und bei denen ist es an beiden Sträuchern eben zu sehen, diesen wilden Austrieb, den man da hat. Wie gesagt, den einfach komplett runterschneiden, wegschneiden. Und sonst kann man eventuell nochmal, wenn einem irgendwo etwas zu weit reinwächst, kann man die Pflanze zurückkürzen, wie hier zum Beispiel. Wenn mich dieser Zweig hier stört, dann knipse ich ihn einfach unten ab und dann ist er weg. Aber sonst würde ich auf jeden Fall immer dazu raten, die Pflanze so zu lassen und sich so zu entwickeln zu lassen, wie die Natur es vorgibt. Einfach eben aus dem Grund, weil jeder Rückschnitt erstmal mit dem Ertragsverlust verbunden ist. Und ja, wir wollen ja Aronia-Beeren ernten und nicht unbedingt die Sträucher wahllos oder sinnlos zurückschneiden. Hier ist zum Beispiel mein erster Aronia-Strauch, den ich hier hatte. Der ist jetzt auch 8 oder 9 Jahre alt, wurde noch nie zurückgeschnitten. Und man kann hier eben wunderschön sehen, er ist jetzt ungefähr 2,10 Meter hoch. Und man kann hier eben sehen, so die Entwicklung, dass es da eben auch dann zu richtig festen Trieben kommt. Aber selbst hier würde ich nichts rausschneiden, weil es einfach keinen Grund gibt, da irgendwas zu verändern.
Und vom Ertrag her hatten wir an diesem Strauch in diesem Jahr ungefähr 8 bis 9 Kilo. Das heißt, wenn ich den Strauch jetzt im Herbst rückschneiden würde, hätte ich auf jeden Fall im Folgejahr 50% Ernteverlust. Das war es dann eigentlich schon zu dem Thema Aronia-Pflanzen richtig schneiden. Wie gesagt, wenn Sie den Platz haben und keine trockenen Äste in der Pflanze, würde ich immer auf den Rückschnitt verzichten, einfach um die Erträge im Folgejahr zu sichern. Nur wenn es Verholzung gibt, vertrocknete Zweige oder Sie haben Platzbedarf, dann würde ich die Pflanze zurückschneiden und auf Plantagen eben alle 10 Jahre einen kleinen Rückschnitt machen. Einfach damit man mit der Pflanzmaschine dann wieder besser ernten kann. Das ist eigentlich alles, was man zum Thema Aronia-Pflanzen richtig schneiden sagen kann. Ich hoffe, ich habe Ihnen mit diesem Video weitergeholfen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne können Sie dieses Video auch teilen und abonnieren Sie unbedingt unseren Kanal. Vielen Dank.